Sebastian Lemke, NN Cottbus hat heute einen neuen sportlichen Leiter vorgestellt, Maximilian Zimmer. Wie sind Sie denn auf den gekommen? Ist ein alter Bekannter, ist ein Aufstiegsheld, kennt den Verein sehr gut, hat sich in die Region, in die Stadt, in den Verein verliebt. Ist bei uns aufs Zug gekommen, hat seine Hilfe angeboten, wir hatten sehr, sehr gute Gespräche gehabt, hat eine tolle Vorstellung, hat in seinem jungen Alter ein riesen Netzwerk aufgebaut, hat so einen sehr guten Leumund und das hat für uns am besten gepasst. Was muss denn Maximilian Zimmer jetzt als erstes machen? Es geht ja um die Planung der kommenden Saison, der Mannschaft für die kommende Saison. Wie sehen die nächsten Tage und Wochen aus? Also er stellt sich bei der Mannschaft jetzt vor, macht sich ein Bild von der Mannschaft, holt sich einen Einblick in die Verträge natürlich, hat jetzt schon vorab gearbeitet, was die möglichen Transfers angeht und wird zusammen mit dem Trainer auch besprechen, wie der Kader nächste aussehen soll. Dirk Lottner und Maximilian Zimmer, zwei ehemalige Mittelfeldspieler, die sehr torgefährlich waren. Denken Sie, dass dieses Duo funktionieren kann? Also beide haben sie ja kennengelernt. Das war in den Gesprächen, war das von beiden gewollt, dass sich beide auch vorher kennenlernen. Haben sich gleich verstanden, haben ein ähnliches Bild vom Fußball, wie wir spielen wollen. Das hat sich relativ schnell ergänzt und das wird, denke ich mal, gut passen. Danke. Gerne.